So, willkommen im Video. Wir sind heute in Black Ops Cold War. Und der Dennis, der wird euch heute ein paar interessante Sachen über Cold War erzählen. Danke, Matze. Genau, da bin ich, der Dennis. Und zusammen schauen wir uns heute Call of Duty Cold War an. Also Call of Duty Black Ops Cold War. Aber der Name ist so lang, sagen wir einfach Cold War dazu. Und genau, ich werde heute euch ein bisschen was erzählen über das Spiel. Währenddessen seht ihr Gameplay von Matze. Und genau, Call of Duty Cold War ist ein Spiel, in dem es viel zu tun gibt. Es gibt viele coole Maps, viele coole Modi, viele coole Waffen. Also da hat man echt einiges, was man zeigen kann, und hat immer schön Abwechslung. Das ist schon mal sehr lobenswert an dem Spiel. Es kommen auch immer mehr Maps nach und nach jetzt nach Release raus, also mit weiteren Seasons. Die Map-Seasons sind, was sie gelesen haben, umsonst. Das ist auch schon mal lobenswert. Genau. Und wir konzentrieren uns heute auf die Modi. Also was kann man, welche Modi kann man spielen? Und das ist natürlich erstmal wieder dabei, ganz klassisch. Team Deathmatch, frei für alle. Abschluss bestätigt. Das ist das, wo man die Marken von den Gegnern einsammelt, nachdem die umgeklickt wurden. Und dann hat man noch Herrschaft, Stellung, Kontrolle, Suchen und Zerstören. Und dann gibt es noch zudem drei neue Modi plus noch einen zusätzlichen Modi, den ich auch noch, also echt viel am Start. Wir fangen erstmal mit den drei neuen Modi an, die neu bei Cold War sind, die neu bei Call of Duty sind, meine ich natürlich. Und wir fangen an mit Schmutzige Bombe. Schmutzige Bombe ist ein Modus, der an Call of Duty Warzone erinnert. Sprich große Maps, und man springt auch aus einem fliegenden Objekt hinab und zündet seinen Fallschirm. Kann man auch mehrmals zünden, also man kann seinen Fallschirm zünden, loslassen, wieder zünden. Da gibt es keinen, der sagt, das Problem, dass er mit dem Fallschirm nicht umgehen kann. Ist ganz, ganz easy, macht aber Spaß. Ähnliches Prinzip, wie gesagt, wie bei all den anderen Battle Royale-Shootern. Nur, dass es hier diesmal nicht darum geht, dass die Map kleiner wird und man als Letzter überleben muss mit seinem Team oder alleine, sondern es geht darum, dass es bei Schmutzige Bombe in Call of Duty Cold War gibt es 10 Trupps, die sogenannten 10 Feuertrupps. Und ein Trupp besteht aus 1 bis 4 Spielern. Genau, wenn die Truppe voll wird, sind es immer 4 Spieler, und man kann auch mit 4 Freunden den spielen, das ist besonders witzig. Und da geht es darum, Uran zu sammeln in der Map. Wenn man Gegner umlegt, kriegt man auch Uran, aber es gibt auch Kisten, in denen es Uran gibt. Und wenn man das Uran gesammelt hat, geht man zu diesen Uran, zu den Bombenplätzen, in denen man das Uran in einer Bombe platzieren kann, und dann wird die Bombe, wenn genug Uran drin ist, wird die Bombe scharf und die Gegend wird verseucht, und das gibt einem Punkte. Natürlich gibt es auch einem Punkte, wenn man Gegner ausschaltet oder Fahrzeuge des Gegners, also zum Beispiel ein Flugzeug, was in der Luft ist, oder ein gesteuertes Fernsteuer-Sprengauto, nenne ich es jetzt mal. Wenn man solche Dinge kaputt macht, kriegt es natürlich auch Punkte, aber genau, hauptsächlich geht es darum, die Bomben zu platzieren. Und genau, dann gibt es noch Moshpit. Moshpit ist ein 6 vs 6 Spielmodi, größeren Rahmen, mit verbundene Waffenherrschaft und verbundene Waffensturm. So wird das von Activision beschrieben. Ist an sich einfach ein Modi, in dem man gewisse Maps wie zum Beispiel Armada spielt, die es auch in anderen Modi in der kleinen Version gibt, gibt es dann dort in der großen. Bei Armada zum Beispiel kann man von dem einen großen Kriegsschiff auf das andere dann rüber mit Ziplines, oder man kann auch ins Wasser springen dann, und man kann auch mit Jetskis rumfahren, also die Map ist viel größer. Auch ein sehr witziger Modus, gerade wenn man auf sehr große Maps steht und darauf steht, auch mal Fahrzeuge zu benutzen. Also ein bisschen fast schon der Battlefield-Modus. Also der erste Modus war vielleicht so der PUBG und Fortnite-Warzone-Modus. Also die solche Battle-Royale-Spiele, und der hier geht dann mehr in die Richtung Battlefield. Und der dritte Modi ist VIP-Escorter, heißt er. Und ist auch ein sehr interessanter Modus. Da spielen zwei Teams, zwei Sechser-Teams gegeneinander, und das eine der beiden Teams hat einen VIP, der so... Die erkennt man daran, dass der so eine beige Jacke und eine graue
Basecap anhat und mit einer silbernen Pistole durch die Gegend läuft. Und die anderen laufen halt normal rum, sage ich mal, mit ihrer normalen Kampfausrüstung. Und das eine Team besteht dann natürlich aus 5 Spielern, ich sag mal normalen Spielern und dem einen Spieler, der den VIP steuert. Und das versucht, den VIP zu einem der Helikopterplätze zu bringen, von denen aus er von einem Helikopter abgeholt wird und in Sicherheit gebracht wird. Dafür muss er sich dann, gibt es dann so einen Punkt, wo er rein muss, also da leuchtet es dann auch um so Rauch an der Stelle auch und da ist so ein Seil, das auf dem Boden an der Stelle ist. Da muss sich der VIP hinstellen und sich dann einklinken und dann wird er nach oben gezogen. Währenddessen muss natürlich das Team ihn beschützen und auch bis zu dem Hubschrauber hin muss das Team ihn beschützen. Es gibt auch, wie gesagt, mehrere solcher Orte, das sind meistens, glaube ich, so 3 oder so, so im Dreh, wo Helikopter hinkommen können. Und das gegnerische Team versucht natürlich, den VIP auszuschalten. Und wenn das gegnerische Team schafft, den VIP auszuschalten, gewinnt das Team, das gegnerische Team. Und wenn das es nicht schafft und der VIP entkommen kann, dann gewinnt das Team vom VIP. Genau, das ist VIP. Und dann gibt es noch einen weiteren Modus, den Zombie-Modus. Den gibt es ja auch schon eigentlich, soweit ich weiß, immer. Ja, doch immer schon bei Black Ops, also in der Black Ops-Reihe von Call of Duty. Da kann man mit Freunden gegen Zombies antreten. Und das ist ja auch ein sehr witziger Modus. Da gibt es auch dann spezielle Zombies, die dann auch ein bisschen härter sind, sage ich mal. Und man muss seine Munition einteilen. Und gibt zwar dann auch Munitionskisten, aber ja, es spielt sich anders, macht aber auch sehr viel Spaß, gerade wenn man mit Freunden, man kann auch mit Spielern aus dem Internet, also mit fremden Leuten das spielen in den Modus, aber gerade mit Freunden ist es sehr witzig, wenn man zusammen gegen die Zombies kämpft. Genau, und dann gibt es noch 2 weitere Möglichkeiten, was man machen kann. Man kann auch Nuketown 24/7 spielen. Das ist ein Modus, auf dem man nur Nuketown spielt, für die Leute, die einfach nur Nuketown spielen wollen. Nuketown ist aber auch bei allen anderen Modi mit drin. Also, was ich ein bisschen schade fand, weil manchmal will ich Nuketown spielen, das ist eine sehr kleine Map, aber manchmal will ich es auch nicht spielen. Das hätte ich schöner gefunden, wenn es jetzt zum Beispiel in Team Deathmatch nicht drin gewesen wäre, dafür aber in Nuketown 24/7 drin ist. Also, dass man sozusagen, wenn man Nuketown spielt, ist einzeln auswählt, aber sonst nicht. Das ist leider nicht der Fall, aber das ist auch schon Meckern auf hohem Niveau, sage ich mal. Und ansonsten kann man noch gegen Bots spielen, für Leute, die einfach mal so gegen Bots eine gemütliche Runde spielen wollen, alleine oder mit ihren Freunden gegen Bots. Oder es gibt noch einen Kinomodus, wenn man seinen Freunden zuschauen will bei den Spielen. Man kann auch eigene Spiele hosten, sehe ich hier. Genau, habe ich noch nicht gemacht, aber genau, das ist so ungefähr die grobe Zusammenfassung von dem, was es alles an Modis gibt bei diesem Spiel. Und ja, genau. Was ist denn dein Lieblingsmodi? Oder hast du einen Lieblingsmodi, Matze? Und falls ja, warum, sag ich mal? Meinst du es von den neuen? Oder meinst du jetzt generell mein liebster generell. Modus? Generell. So, mein allerliebster Modus ist aktuell Herrschaft. Weil die Runden halt dementsprechend, ich sag jetzt mal, lang gehen, weil du kannst sozusagen entscheiden, wie lang sie gehen, indem du halt eben die Stellung also die Punkte sozusagen einnimmst oder nicht. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass die Runden teilweise zu kurz sind. Kann positiv oder auch negativ sein. Von daher, so jeder wie er es mag. Mir sind sie ein bisschen zu kurz, weil manchmal steht man so kurz vor so einer geilen Punkteserie, ja, und dann ist das Game zu Ende. Oder man zündet gerade die Punkteserie und dann ist das Game zu Ende. Von daher gefällt mir Herrschaft aktuell am meisten. Spiele ich jetzt aktuell auch gerade. Man doch ganz gut abgehen. Man kann auch sehr, ich sage jetzt mal, einfach die Spawns predikten oder die Spawn-Flips. Verdammt, okay, die habe ich gerade nicht predicted. Wie Glück. Also ich muss sagen, ich finde Herrschaft auch super. Ich finde generell spiele ich sehr gerne diesen gemischten Modus, wo man alles mal spielt. Aber Herrschaft ist auch richtig cool. Ich muss sagen, ich bin halt auch ich mag sehr gerne das klassische Team Deathmatch. Auch sehr, sehr gerne. Ja. Nice. Ja. Ich finde den VIP-Modus sehr interessant.
Ja, total. Ich muss aber sagen, auch schmutzige Bombe finde ich super. Also auch gerade wenn man auf großem Map-Spiel steht und mit 4 Freunden durch eine riesen Landschaft gehen will, so wie bei Battle Royale, ist eigentlich so auch richtig cool, dieses, dass man dieses Battle Royale-Feeling eingefangen hat, aber ohne dass man muss warten oder man muss in irgendwelche Gulags oder solche Geschichten. Das, was mich eher immer abgeschreckt hat bei Battle Royales, weil ich jemand bin, der einfach Action will. Also wenn du bei Schmutzige Bombe stirbst, dann tust du einfach sofort, wie bist du wieder im Heli und darfst sofort wieder rausspringen. Das ist halt schon ziemlich cool. Dadurch ist das viel schneller und man hat halt Man muss halt nicht warten, ne? kein Moment des Wartens und der Langeweile. Das war ja ein bisschen, was du bei VIP ein bisschen bemängelt hattest, dass wenn du stirbst bei VIP, musst du ja warten, bis die Da muss Runde man zu Ende ist. warten, ja, das stimmt schon. Ja, Ja. aber wobei Fand es halt, ich glaube, es ich. gibt 3 oder 4 Modi, wo man teilweise warten muss. Oh, okay. Ja, Ist mir gar nicht so aufgefallen. Okay. aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Also, ich meine, da muss man halt dann taktischer vorgehen, weißt du? Ja. Wenn du jetzt einfach nur ein bisschen zocken willst, es gibt für jeden was. Das ist ja das Geile, ja. Du kannst das spielen, was du willst. Total, stimme ich dir vollkommen zu. Also ich sehe das auch so, dass manchmal, wenn ich ein bisschen taktischer spielen will, dann spiele ich gerne VIP. Und manchmal, wenn ich einfach nur vor mich hin daddeln will, dann spiele ich halt mein Team Deathmatch. Und genau, kann ich ja dann auch auswählen, dass ich nur Team Deathmatch zum Beispiel spielen will. Und ja, das ist schon super. Das stimmt total. Genau. Gibt es sonst noch irgendwas, das ich eventuell vergessen habe oder etwas, was du noch hinzufügen möchtest? Ja, also es ist generell, ich habe schon, ich glaube, das letzte Call of Duty, was ich gespielt habe, war Black Ops 2. Und das Call of Duty hat wirklich diese Feelings von damals auch wieder ein bisschen reanimiert, sage ich jetzt mal. Ja? 7 bis 8 Jahre, sowas im Dreh ist es, glaube ich, her, dass Black Ops 2 rauskam. Ich glaube, so 8 Jahre ungefähr. Also, das sind schon echt einige Call of Duties dazwischen gekommen, aber Ja. das ist jetzt das erste, was wieder wirklich da anknüpft, ne? Ja, wie gesagt, also das ist das erste wirkliche, wo man wieder denkt, das ist geil, ne? Also gut. Das spiele Das ich war, gern. ja. Ne? Die anderen, das ist meh. Also da gab es immer so Sachen, wo ich mir gedacht habe, so, nee, habe ich keinen Bock drauf. Spiele ich nicht. Total. Ich muss auch Aber sagen, ja, ich muss auch ja. sagen, auch so Miami, ich weiß nicht, was sagst du zu Miami? Also Miami ist zum Beispiel eben eine meiner absoluten Lieblingsmaps von allen Call of Duties jemals. Ich liebe es einfach, Miami zu spielen. Es wird nie langweilig gefühlt. Ja, also Miami, Moskau, Oh ja, Moskau ist auch super. und was war das, dieser Flughafen, den du nicht so magst? Ah, du mochtest noch, ich glaube, Checkmate ist der Flughafen. Ja, kann sein. Der ist auch nice. Ja. Ich muss sagen, statt Checkmate würde ich eher noch Satellite sehen. Also das mag ich natürlich ein bisschen mehr präferieren. Ich mag auch diese Wüsten, Felsen, die so ein bisschen an Star Wars, ich glaube Tatooine ist das, erinnern, den Planeten. Aber ja, also auf jeden Fall ist für jeden was dabei, glaube ich. Und es kommen jetzt noch einige Maps, werden jetzt noch nachgeliefert. Genau, dann wollen wir euch mal zeigen, dass es so ein cooles Spiel ist. Zudem ist es Crossplay. Also ihr könnt gegen eure Freunde auf allen Plattformen, also auf den drei, ich sag mal, größten Plattformen wahrscheinlich. Das ist halt der PC, das ist die PlayStation und das ist die Xbox. Auf den drei Plattformen könnt ihr spielen. Ihr könnt das Crossplay einschalten. Dann könnt ihr gegen die anderen Plattformen spielen, auch gegen eure Freunde auf einer anderen Plattform spielen. Oder ihr könnt das deaktivieren, dann spielt ihr nur gegen Leute von eurer Plattform. Und zudem kann man den Controller anwählen oder den mit Maus und Tastatur spielen am PC. Ich weiß nicht, wie es bei den Konsolen ist, ob man da mit Maus und Tastatur kann sein. Aber auf dem PC auf jeden Fall, wo wir spielen, da können wir euch sagen, Controller funktioniert auch. Controller funktioniert auch super, wird sofort erkannt, funktioniert komplett flüssig. Man hat eigentlich das Gefühl, wie auf einer Konsole. Nur positive Dinge eigentlich, die ich sagen kann dazu. Genau. Und seine Freunde von den Konsolen, also oder von anderen Plattformen, kann man auch, zum Beispiel als PC-Spieler kann ich auch meine Konsolenfreunde in meine Friendlist reinsetzen, weil das geht über das Call of Duty-Netzwerk. Genau. Ich glaube, dann haben wir, glaube ich, sogar soweit alles erzählt. Oder? Aber ja, war durch sein. Oh nein, das ist ein Dude.
Das sind doch schöne abschließende Worte. Dann ja. Vielen Dank, dass ich auf deinem Kanal sein durfte. Ja, vielen Dank, dass du uns so viele schöne Sachen erklärt hast, Dennis. Also ich denke, dass es damit viele einen schönen ersten Überblick. Mhm, sehr gerne. Danke. Und ja, vielen Dank und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.